Hast du dich schon jemals gefragt, wer Waren oder Personen von A nach B bringt? Wir zeigen es dir. Was macht eigentlich ein Berufskraftfahrer? Als Berufskraftfahrer arbeitest du entweder im Güterverkehr oder in der Personenbeförderung. Und das heißt was? Naja, entweder kümmerst du dich um den Transport von Gütern oder du bringst Personen von A nach B. Im Güterverkehr planst du deine Routen anhand von Fahraufträgen. Die meiste Zeit verbringst du aber am Steuer. Und dabei bist du oft auch nachts unterwegs. In der Personenbeförderung bewegst du dich als Busfahrer meist in den Bereichen Reisen oder Linienverkehr. Und dabei kann deine Umgebung ganz unterschiedlich sein. Mal cruist du durch enge Innenstädte, fährst über die Autobahn oder hältst an einer Bushaltestelle nach der anderen. Und was verdient eigentlich ein Berufskraftfahrer? Als Berufskraftfahrer verdienst du schon während der Ausbildung dein eigenes Geld. Und im Schnitt kannst du dabei mit den folgenden Summen rechnen. Im ersten Jahr bekommst du 940, im zweiten 1028 und im dritten etwa 1109 Euro. So richtig los geht's dann aber erst nach der Ausbildung. Abhängig von der Branche kannst du zwischen 2200 und 3400 Euro pro Monat rausholen. Und in der Ausbildung zum Berufskraftfahrer, was lernt man da? Um Berufskraftfahrer zu werden, machst du eine duale Ausbildung. Und dabei lernst du innerhalb von 3 Jahren Theorie und Praxis. Im Betrieb wird dir unter anderem gezeigt, wie die Fahrzeuge funktionieren. Du machst dich vertraut mit dem Motor, dem Fahrwerk oder auch den verschiedensten elektrischen Systemen. Natürlich lernst du aber auch, wie du zum Beispiel Unfallstellen absicherst oder generell für die Sicherheit deiner Fahrgäste sorgst. Aber das war's noch nicht ganz. In der Berufsschule wird dir auch gezeigt, wie du Güter verlädst, wie du Fahrzeuge wartest oder auch wie du Routen richtig planst. Okay, so viel zu den Inhalten der Ausbildung. Aber wie kommst du eigentlich an einen Ausbildungsplatz? Welche Voraussetzungen solltest du mitbringen? Rein theoretisch brauchst du gar keinen bestimmten Schulabschluss für die Ausbildung als Berufskraftfahrer. Die meisten Azubis bringen aber einen mittleren Schulabschluss oder Hauptschulabschluss mit. Punkten kannst du aber auch mit richtig guten Noten. Bist du nämlich gut in Mathe, Deutsch und Englisch, dann kannst du dich nochmal von anderen Bewerbern abheben. Aber natürlich sind Noten nicht alles. Du solltest auch Verantwortungsbewusstsein, handwerkliches Geschick und Konzentrationsfähigkeit mitbringen. Und wo arbeiten Berufskraftfahrer? Berufskraftfahrer sind vor allem im Güterverkehr tätig. Das heißt, du arbeitest meist bei Speditionen oder auch Transportunternehmen. Aber auch bei Post- oder Kurierdiensten warten spannende Jobs auf dich.